Letztes Jahr im August führt uns unsere Kinotour in die Schweiz. Das Land von Schweizer Käse, Schweizer Franken, Schweizer Banken und Schweizer Alpen. Wir sind zu fünft unterwegs. Luisa, Iris und ich hier beim Rumhängen und Puddinglöffeln und Keule und Otti. Hier beim Versuch, die Imposanz der Eiger Nordwand fotografisch festzuhalten. Wie werden wir in diesem neuen Land mit dem Kulturschock klarkommen? Ich stehe hier vom ausländischen Menü und kann es nicht reden. Wir haben 8 Tourtermine, alles Open Airs. Mal steht die Leinwand vor einem Weinberg, mal vor einem See, in einer Festung oder auf der Reitbahn. Manchmal auch im Regen, wie der Luzerner TV-Sender TR1 festgehalten hat. Und überall sind Schweizer, die sich unsere Fahrraddoku verplant ansehen wollen. Ja, hallo. Oder Grüßef, wie ich vorhin gelernt habe tatsächlich. Ihr werdet mich und auch Matthias und ein bisschen auch Waldemar im Film, der gleich kommt, näher kennenlernen. Wir haben den wirklich komplett unabhängig produziert, das heißt, wir hatten keinen externen Produzenten, auch keine Filmförderung und nichts. Und deswegen ist halt dieser Film, so wie ihr ihn gleich sehen werdet, eigentlich genau so, wie wir ihn haben wollten. Aber kann unser Humor auch den Geschmack der Schweizer treffen? Das Navi schickt uns da rein. Ja. Kotz mich an. Ich möchte mal kurz den Moment teilen, dass wir gerade etwas ganz Wichtiges festgestellt haben. Das erklärt, warum wir so viel über unser Navi abkotzen. Es war tatsächlich auf Wandern angesteckt. Hör zu, wer ist denn mit dem Navi gewandert? Die Fahrräder, die ich gebraucht habe, wurden die bewusst ausgewählt oder war das einfach mal gekauft und dann mal ausgefahren? Vom Sperrmüll. Nach dem Film beantworten Otti und Keule alle Fragen des Publikums, wobei sie sich über eine Begegnung ganz besonders freuen. Das ist Ursina. Ja, wir kennen uns aus Teheran, aus dem Hostel. Was man auch im Film sieht, unser Hostel mit der Jurte. Wir haben auch wie richtige Nomaden Strom in der Jurte. Ja, und Wi-Fi. Licht, Wi-Fi und Klimaanlage. Ja, ich war da mit meiner Familie unterwegs, mit 2 Kindern, auch mit dem Fahrrad. Aber in Teheran sind wir fast 4 Monate geblieben. Ach krass. Ja, weil wir haben die Kinder in die Schule geschickt und dann sind wir in diesem Hostel auch hängen geblieben, wie fast alle. So wie alle, ja. Okay. Ja, wir sitzen hier im Hostel und machen gar nichts. Und warten eigentlich jeden Tag, dass die 2 Jungs wegfahren, aber die bleiben einfach hier. Und sie waren wirklich die coolen Radfahrer, eben die auch Bier trinken und Zigaretten mehr rauchen. Wusstest du, also dachtest du, dass die Jungs dann heute hier sind oder meintest du einfach nein, nur aber es vielleicht war so lustig, ich habe diesen Titel gesehen und dann habe ich für mich gedacht, ja, aber es kann doch nicht sein, dass sie das sind. Und dann habe ich es vergessen und heute Abend habe ich auf dem Internet geschaut und habe das Foto gesehen. Ach, geil. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal, vielleicht sind sie da. Auch in diesem Sommer touren wir mit Verplant durch einige Open Airs. Die Termine dazu findet ihr auf verplant-film.de.